Ey, Leute! Habt ihr schon das neue Auto gesehen? Oder sieht der krass aus, Digga? Ist das? Digga, das ist der neue Wagen in Online-Modus. Digga, der hat ja mehr Tune als Blaze Ehre. Ja, Digga. Außerdem, Leute, wird dieses Video unterstützt durch das Spiel Hunters Arena Legend. Dabei handelt es sich um ein 60-Spieler-Battle-Royale-Game, Leute, mit vielen RPG- und Action-Elementen. Ich persönlich finde diese ganzen Nahkampfaktionen auch übertrieben nice bei dem Game. Ihr könnt dabei Monster jagen, um bessere Beute zu bekommen und um euer Level zu erhöhen. Außerdem könnt ihr aus über 10 Charakteren auswählen, Leute, und ihr könnt das Ganze mit Solo und auch mit euren Freunden spielen, also im Squad-Modus. Es gibt hunderte von Monster, über 20 verschiedene Bosse und auch über 20 verschiedene Dungeons, Leute. Außerdem gibt es dort auch regelmäßig neue Updates, das heißt neue Spielmodis, Waffen und so weiter. Die realistische und detaillierte Grafik von dem Spiel feiere ich auch übertrieben, Leute. Das gibt einem ein echt geiles und dynamisches Spielgefühl. Ich für meinen Teil feiere das Spiel gerade übertrieben, weil es ist halt einfach so eine Mischung aus MMO, RPG, Leute. Und einfach eine Battle Royale Game. Sprich, ihr habt dieses klassische Monster killen, besseren Loot bekommen, aber trotzdem eben so dieses mit 60 Spielern Battle Royale, Leute. Finde ich ziemlich cool. Wer jetzt Bock hat, das Game zu spielen, Leute, ihr habt jetzt noch bis zum 17. Zeit, euch für die Beta zu registrieren, Leute. Das Spiel befindet sich noch in der Closed Beta. Das heißt, es ist ein echt brandneues Game und ihr werdet quasi von Anfang an mit dabei und werdet halt einfach direkt die Pros, Leute. Also es gibt auch noch nicht irgendwelche Überschwitzer. Gönnt euch das Game und viel Spaß jetzt mit dem Video. Hey, Leute, Cramix hier. Heute ist ein neues GTA-Update rausgekommen, beziehungsweise ein neues Auto ist rausgekommen. Heute mit dabei ist auf jeden Fall Playstack Help. Oh. Und dann ist da noch Ahmed. Komm her. Ich dachte mir, ich pack die Jungs hier noch mit ein, denn wir werden ein Tuning-Duell machen. So, ich zeige euch erstmal das Auto. Leute, verprügelt auf jeden Fall immer den Like-Button, wenn ihr GTA feiert und vergesst meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, wir bestellen uns jetzt erstmal das neue Fahrzeug. Geht alle mal ins Internet, Jungs. Dann geht ihr auf den South San Andreas Store und da ist das neue Fahrzeug, was heute rausgekommen ist. Und zwar ist das, glaube ich, in echt so ein... Ach, wie heißt denn dieser Wagen nochmal? Hyundai oder so? Aber so trotzdem so ein Sports-Hyundai irgendwie, keine Ahnung. Hier ist der Dinka Sugoi, Leute. Ich kenne den Wagen auch in echt. Der hat so krasse Tuning-Möglichkeiten. Aber ich krieg den Namen gerade nicht mehr zusammen. Und der kostet auch 1,2 Millionen Dollar, Digga. Er ist richtig krank teuer. Wir werden den jetzt als allererstes mal bestellen. So, Jungs, ihr auch bestellen jetzt, ne? Hab ich. Ihr müsst euch den auch bestellen, damit ihr gleich bei einem Tuning-Duell zersägt werdet. So, und was steht hier? Möchten Sie interessant und abenteuerlustig auf Ihre Mitmenschen wirken, ohne wirklich ein Gespräch anzufangen oder gar Augenkontakt herzustellen? Der Dinka Sugoi ist so poliert und aufsehenerregend wie der ausgeklügelte Balztanz eines Paradiesvogels. Lackieren Sie ihn einfach in grellen Farben, machen Sie die Scheinwerfer an und driften Sie durch die Stadt, um Bewunderung und Sympathie anzuziehen, wie sie es allein nie geschafft hätten. Okay, also da steht schon irgendwas von Driften, Leute. Vielleicht ist das auch ein krankes Drift-Auto. Vielleicht sogar so krank wie das letzte Auto, was rausgekommen ist. Hey, hallo, hey, lass mein Auto in Ruhe. Hallo, hey. Du kannst mich nicht abschießen hier drin. Natürlich kann ich dich da drin abschießen. Na, nicht, wenn du drin sitzt. Scheiße, warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Digga, ich hab die nächste Runde Türen gemacht, Junge. Okay, Leute, das neue Fahrzeug wurde gerade geliefert. Ich rufe jetzt hier erstmal den Mechaniker an und dann werden wir das Teil bestellen. Wie gesagt, 1,2 Millionen für einen Kompaktwagen. Also der muss ja, irgendwas Krasses muss der Wagen ja können. So, Leute, hier ist der Wagen unaufgetunt und ich muss ehrlich sagen, im unaufgetunten Zustand sieht der Wagen eigentlich auch schon ganz nice aus. Hier dicke Endrohre, der macht sogar schon diese Flammen kommen da hinten raus. Vorne so eine Lufthutze auf der Motorhaube. Also ich glaube, den Wagen können wir krass tunen. Wo sind eure Autos? Warte. Hallo. Ey, der Marokkaner ist da. Fahr da weg. Was? Oh, oh. Blaze ist auch am Start. Ey, ey, Digga, nein, dein Auto ist doch noch da. Nein. Oh, er ist dumm, der. Oh. Och, Mann, ey. Kid Mave ist mit einer der dümmsten Menschen, die ich kenne. Bruder, warum wirft man eine Granate auf seinen eigenen Fuß? Ja, wobei du noch die andere Taste drücken musst zum Wegwerfen. Was soll ich wissen, dass ich für dieses Spiel ein Doktor habe? So, jetzt sind hier wieder alle Paul Berger am Start. Wir schauen uns nochmal ganz kurz das Auto an. So sieht es, wie gesagt, im ungetunten Zustand aus. Und ich finde, jetzt aktuell ist das Ding beim besten Willen keine 1,2 Millionen wert. Ja? Aber wer weiß, vielleicht kann man dieses Teil irgendwie noch krass auftunen. Ich würde sagen, Leute, wir stellen den Timer jetzt auf 10 Minuten. Warte, was sagt die Uhrzeit? Es ist jetzt 2. Lass um 13. 19.13 Uhr, okay? Ja. Dann müsst ihr spätestens hier rausfahren. Und dann würde ich sagen, let's go, ich werde mich muten. Wer das bessere Tuning hat, wird gewinnen. Wir machen mit, der Verlierer muss sich selbst eine Nackenschelle geben, ne? Okay. Okay, bis gleich. Oh shit, Digga, ihr dürft natürlich auch wieder in den Kommentaren abstimmen. Wir machen natürlich hier erstmal die Bumper-Panzerung rein. Bremsen, da müssen wir wirklich gar nicht drüber reden, ne? Da gibt es natürlich nicht viel, einfach immer das Beste. Okay, Stoßstangen. Oh shit, Digga. Oh, oh, Bruder.
Oh, gefällt mir, gefällt mir. Wie viel Stoßstangen wir hier zur Möglichkeit haben. Auswahlmöglichkeit, besser gesagt. Oh, Bruder. Der GT-Diffusor. Oh mein Gott. Ey, Leute, seid mir ehrlich, wie viel Carbon-Teile kann man hier dranhauen an dieses Teil? Kommt natürlich drauf an, was später nicer aussieht. Ich würde jetzt hier einfach mal das Ding aus Carbon machen. Schauen wir dann, ob wir mehr so auf Carbon-Optik gehen oder mehr auf Farbakzente. Aber ist schon sehr geisteskrank, Digga. Ach du Scheiße. Das sind ja allein wie viele von diesen Carbon-Flossen da dran sind. What the fuck, Digga? Das ist ein komplett krankes Tuning-Auto. Ja, ey, was ist das für ein Heckdiffusor? Was ist das für ein... Guck mal, so sieht normal aus. Einfach so 10 Kilo Carbon hängen da dran, Alter. Komplett gestört. Okay, sehr nice. Jetzt kommen wir zum Ausbau. Die Auspuffrohre, Endrohre, auch sehr, sehr wichtiges Ding. Ich finde die aktuellen Standardrohre, so zwei dicke Endrohre, auch schon nicht schlecht. Dann zwei kleinere. Oh, vier Endrohre. Oh, okay. Oh, okay, hier dieses geteilte Auspuff, auch nicht schlecht. Oh, Bruder, viereckiger, vier Dings. Schräger Auspuff. Ah, schwierig. Was ist denn am besten? Man sieht es kaum wegen diesem Abdampf, was hier rauskommt. Ich glaube wirklich, dieser schräge Ding war am nicesten. Das passt am nicesten der Karosserieform an. Deswegen würde ich jetzt einfach mal das nehmen. Okay, was haben wir hier für Möglichkeiten? Oh, auch wieder sehr... Also, gefällt mir. Ich liebe das wirklich, wenn man in GTA so viele Tuning-Möglichkeiten hat. Was ändert sich denn hier aber so? GT mit Zierrad? Also, das ist normal. Ich finde, normal sieht schon nice aus so. Dann können wir hier nochmal so ein Zierrad machen. Keine Ahnung, was das ist. Rallye oder halt ne, noch mal so ein bisschen mit Carbon arbeiten. Ich weiß, ja, wir nehmen einfach das Teuerste. Wir gucken mal, vielleicht machen wir am Ende doch noch was anderes. Motorhaube, oh, ach du Scheiße. Motorhaube haben wir auch wieder sehr, sehr nice Tuning-Möglichkeiten. Alter, also man kann dieses, man kann das Auto einfach gefühlt Full Carbon machen. Das sieht ja auch so nice aus. Oh, dieser Einlass hier. Oh, ganz schmackhaft, Bruder, ganz schmackhaft. Ihr wisst, ich bin kein Fan von diesen Carbon-Motorhauben, weil ich finde, das passt da nie so ganz so. Wenn so kleine Carbon-Einlässe sind, das sieht cool aus. Zum Beispiel hier sowas. Oder das finde ich zum Beispiel sehr nice. Das kann man, glaube ich, gut mit einer Farbe kombinieren. Ich würde sogar ehrlich hier... Also das finde ich stark. Das finde ich irgendwie auch stark. Das hat was mit dieser einen kleinen Einwölbung. Oder halt wirklich hier ne, so ein bisschen... Sieht auch sportlich aus. Wirklich hier diese... Carbon-Einlässe hier vorne drauf. Ich weiß es gerade gar nicht. Die Liberty City-Hupe. Lichter, Xenon-Scheinwerfer. Genau, hier natürlich Untergrundbeleuchtung. Würde ich bei so einem krassen Tuning-Auto, würde ich auf jeden Fall auch Untergrundbeleuchtung reinhauen. Oh, es gibt sogar Designs. Ach du Kacke. Okay, hier Rallye-Streifen. Was ist das? Karierte Streifen. Ach, da sieht man jetzt gar nicht, weil wahrscheinlich weiße Streifen sind, ne? Okay, ja. Bis jetzt ist mir alles ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Feier ich nicht so krass. Ja, das sieht ja schon ekelhaft aus teilweise. Also ich sag euch ehrlich, ist kein Design, was mir gefällt. Das ist alles zu viel. So ein bisschen so kleine Sachen, ein paar kleine Zahlen, Aufschriften wäre nice, aber das ist alles zu viel. Spiegel, würde ich sagen, machen wir hier einfach der Carbonrahmen, aber trotzdem auch ein bisschen Farbe mit drauf. Nummernschild, wie immer, gelb auf schwarz, ihr wisst Bescheid. Lackierung. Okay, jetzt ganz wichtig, jetzt kommen wir zur Lackierung, Leute. Ich glaube, weil dieses Teil so viele Carbon-Tuning-Möglichkeiten hat, können wir wirklich so ein bisschen was mit Mattfarben machen, weil das Teil, glaube ich, dann einfach geisteskrank aggressiv aussieht. Zum Beispiel so auf grau, matt-grau-Carbon-Basis. Wir müssen gleich mal schauen. Wir müssen gleich mal schauen, was hier Gewalt... Also, ich finde dieses... Das sieht schon gewalttätig aus. Das sieht schon gewalttätig aus hier. Mal irgendwie... Ich mag matt-grau, aber wir schauen mal noch weiter. Natürlich irgendwas mit Farbe ist, glaube ich, auch nicht schlecht, weil wir eben auch so hier diese schwarzen Akzente haben, so ein bisschen auf gelb zu gehen, ne? Wie so alles gelb-schwarz-Paket. Glaube ich auch nicht schlecht, ne? Hier das Gelb-Schwarz-Paket. Wobei ich sagen muss, das dunklere Blau hat mir besser gefallen. Also hier entweder das normale Blau würde ich nehmen. Allein schon wegen diesen schwarzen Carbon-Teilen. Das hat auch gepasst. Sage ich euch so, wie es ist. Das Limettengrün hat auch gut gepasst. Gelb. Na, also auf Gelb auch nicht schlecht. Wirklich, diese... Hier Renngelb finde ich auch sehr, sehr stark, Bruder. Gelb-Schwarze Akzente. Oh, jetzt wieder der Punkt, wo ich mich nicht entscheiden kann. Schwierig. Was sagt die Zeit? Oh, wir haben nur noch 4 Minuten. Auch, hat auch was. Sieht halt so übelst aggressiv und gepanzert auch ein bisschen aus. Wobei ich den Wagen irgendwie auch nicht so als mega Panzerwagen sehe. Nee, komm. Wir gehen auf Gelb. Wir gehen auf Gelb, Leute. Mein Gefühl sagt mir, wir sollten auf Gelb gehen. So, wir nehmen hier das Hellorange. Hellorange? Nee. Renngelb. Nee. Renngelb. Oder? Normales Gelb. Renngelb. Hellorange. Oh, was denn hier das Beste? Was denn hier das Beste? Nee, wir nehmen hier das klassische Gelb, würde ich mal behaupten. Finde ich schon sehr, sehr nice. Sekundär, was denn die Sekundärfarbe? Was ändert sich da denn?
Ach! Oh mein Gott, wie nice! Oh mein Gott, wie nice! Wir können hier. Ach! Okay, das fühle ich, Digga. Das fühle ich. Hier vorne diese. Wenn wir, also entweder wir machen das natürlich jetzt auch noch hier wieder gelb. Dass quasi gar nicht auffällt, diese Lippe da vorne. Passt natürlich. Wobei ich jetzt auch sagen muss, jetzt könnten wir aber auch noch was. Boah, dieser Diffusor hinten. Boah, dieser Diffusor sieht. Nee, wir bleiben bei gelb. Wir bleiben bei gelb. Es sieht wirklich. Wir können ja mal ganz kurz nochmal kurz die Sekundärfarbe testen. Matt. Matt hell. Als Beispiel jetzt. Wenn wir auf grau-gelb gehen. Nee, das ist schon nice, Digga. Das ist schon sehr nice, wie es gerade aussieht. Ausstattungsfarbe innen drin. Nicht gelb. Innen drin machen wir nicht gelb, Leute. Das wäre zu viel, oder? Wäre das zu viel? Ist schon, obwohl, es passt, es sieht wirklich komplett passend aus. Dach, das Dach können wir auch nochmal ändern, wir haben noch 3 Minuten Zeit, holy moly. Okay, auch nochmal hier so Luftputzen können wir oben drauf klatschen. Es sieht wirklich nice aus, es sieht gestört aus. Ah, diese Antennen fühle ich aber nicht so, um ehrlich zu sein. Diese Antennen da auf dem Dach ist nicht so meins. Das geht noch klar. Mit Carbonflosse. Nee, ich würde einfach so machen. Ich würde ehrlich gesagt, das machen wir, aber nicht diese Antennen. Die fühle ich nicht. Oh, jetzt hier noch Seitenverkleidung, Leute. Auch nochmal wichtig. Hier schön nochmal die schwarzen Carbon-Teile dranhauen. Ihr wisst Bescheid. Oh, Bruder, dieser Wagen, Digga. So viel Carbon verbaut. Gefällt mir. Spoiler. Was haben wir hier für Spoiler-Möglichkeiten? Digga, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht auch verdammt gut aus. Okay, das ist ein extrem fetter Spoiler. Ja, das ist mir ehrlich gesagt schon zu fett, diese Spoiler. Finde ich, sieht schon nicht mehr schön aus. Also meiner Meinung nach sieht das schon nicht mehr schön aus. Der hier sieht sehr geil aus, sage ich euch wirklich. Dieser Trackster-Spoiler, da haben wir auch noch mal Gelbtöne mit drin. Den würde ich ehrlich gesagt verbauen. Federung natürlich ganz tiefer legen. Getriebe, Bam, rein Getriebe. Turbo-Tuning hauen wir auch noch rein. Reifen, ihr kennt Leute, Trick 17. Wir nehmen hier unsere Baba-Reifen. Digga, ey, das. Ey, also ich sag euch Real Talk, wir werden so das krasseste Auto haben. Die anderen können einpacken. Sie können wirklich einpacken. Die haben keine Chance. Die anderen haben einfach keine Chance gegen uns. Letzte Minute, Leute. Reifenqualm, gelber Reifen. Schnell. Oh, Fenster. Okay. Oh, und wir sind durch, Digga. Wir sind durch. Das ist das. Oh nein, die Untergrundbeleuchtung. Oh, wichtig. Warum sagt die mir denn nichts? Sei noch, als könnt ihr mir das gerade sagen. Neon Kids, Neonfarbe. Zack. Oh, Bruder. Oh, Digga. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Krass. Krasses Teil. Okay, Leute, seid ihr fertig? Ja. Digga, ich sag euch wirklich, ich hab ein Monster erschaffen. Damit die Spannung nicht verloren geht, fahrt ihr bitte schon mal in den Tuning-Tunnel und stellt euch da in die Mitte. Ich komme dann erst rausgefahren, also wartet nicht hier vor der Garage. Also ich sag euch ehrlich, Leute, bei meinem Auto könnt ihr einpacken. Das sagst du jedes Mal. Nee, es tut mir leid, aber es sieht wirklich zu gewalttätig aus. So, okay, Leute. Ich hab gehört, ihr wollt heulen. Ihr wollt heulen, wenn ihr mein Auto seht. Ich komme jetzt. Ja, komm. Ja? So, Leute, jetzt kommen wir zur Auswertung. Ihr dürft natürlich immer in den Kommentaren auch mitentscheiden, welcher Wagen euch am besten gefällt. Und zwar, hier sind die Autos, Leute. Ihr wisst, links ist unserer. In der Mitte ist der Wagen von Blaze. Und rechts ist der Wagen von Kelpmave, beziehungsweise auch Kidmave. Ey. Erstmal die Schelle. So, dann kommen wir erstmal. Wir schauen uns mal die Autos an. So, wir schnappen mal hier die Dings, die Taschenlampe. Fangen wir erstmal mit Kidmave an. So. Ich hab klassisch schwarz gehalten, weil ich wusste, ja? Jeder von euch wird eine Farbe wählen. Also, ich muss sagen, von den Farben her hast du dir schon was überlegt. Ne? Ist natürlich alles auf schwarz-orange angelehnt. Weil ich sagen muss, matt-schwarz für meiner Meinung nach etwas langweilig so. Und ich finde es schade, dass du nicht diesen ganz dicken Heckdiffusor genommen hast, aber ist natürlich Geschmackssache. Nee, ich find den geiler hier. Die Felgen, finde ich, könnten auch nicer sein, sage ich dir ehrlich. Da hätte man aber noch mit Farbe einbringen können. Aber ansonsten von der Kombination her ist es nicht schlecht. Okay, dann kommen wir zu Tonis Wagen. Er hat hier eine blaue Lackierung genommen mit einem lilanen Perleffekt. Ist nicht schlecht. Kann man lassen. Hat dazu Schwarz-Carbon-Reifen mit lilane Dings drauf genommen. Da hätte ich ehrlich gesagt lieber blau genommen auf den Felgen drauf, weil das Lila sieht man nämlich nicht immer so wirklich und dann sieht das ein bisschen kacke aus. Aber er hat auch hinten den
nicht ganz fetten Heckdiffusor. Doch, doch, den ganz fetten, aber hat da. Warum hast du da nicht noch Sekundärfarbe mit reingenommen? Hättest du noch Farbakzente drauf machen können? Ich wollte den. Ja, halt den Schnauzer. Klassisch. Okay. Dann Spoiler, haben wir alle drei sogar den gleichen Dachgleich. Okay. Also finde ich, sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus, Digga. Ja, kann man lassen. Bei mir, ich habe meinen auf Bumblebee-Style angelehnt. Alles gelb-schwarz. Fand ich sehr nice bei dem Wagen. Selbst auf den Felgen, guckt euch mal bitte die Felgen von der Seite an. Also wirklich alles farblich aufeinander abgestimmt. Wirklich hier nochmal gelb drauf. Es überall schwarze Carbon-Elemente dran. Gelbe Zierelemente, gelb innen drin. Hinten auf dem Diffusor gelb. Gelb auf dem Heckspoiler. Also alles auf gelb-schwarz angelehnt. So, jetzt würde ich sagen, Jungs, was sagt ihr, was euer Voting? Zum Beispiel, ich finde deinen am hässlichsten, No Front. Und ich finde zum Beispiel das Lilane hier, feiere ich gar nicht. Und ich zum Beispiel finde diese Diffuser hinten übel hässlich. Was? Deswegen meine ich ja, Digga, das ist Geschmackssache. Digga, der ist einfach fett aus der Wange. Okay, wisst ihr was, Digga, Leute? Das ist einfach übel so, als wärst du gerade ein Dreck reingefahren. Ja, aber das Problem ist, aber einer muss jetzt heute eine Nackenschelle hier bekommen. Blaze. Oder wisst ihr was? Wir lassen die Zuschauer entscheiden, wer nächstes Mal eine Nackenschelle bekommt. Ihr könnt jetzt hier eine Abstimmung eingeblendet sehen. Votet jetzt, welcher Wagen euch am besten gefällt. Meiner. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch ein kleines Rennen mit dem Wagen, weil mich interessiert auch die Geschwindigkeit von dem Teil, was der Wagen so drauf hat. Okay, Leute, also ich muss sagen, der Wagen, der liegt wirklich gut auf der Straße. Also der bricht sehr selten aus. Man kann mit Vollgas quasi in die Kurven reinfahren. Und der Wagen driftet nicht weg, das mache ich gerade. Ich lenke voll ein und gebe Vollgas. Der Wagen bricht nicht weg. Das ist, der liegt gut auf der Straße. Ich würde sagen, jetzt machen wir hier noch einen kleinen Speedtest. Wir schauen hier auf unser Taro. Wir sind am Flughafen und let's go! Los geht das Ganze natürlich nicht km/h, sondern Miles per Hour. Deswegen das ein bisschen weniger. Aber wir sind jetzt schon auf 100. Lol, okay, da fliegt ein Auto. Zum Beispiel der T20 schafft 120 Miles per Hour als Beispiel. Wir sind jetzt bei 107, 108, 109. 110, 111, 112 und dann war's das, ja. Also es ist auf jeden Fall nicht das schnellste Auto, aber was man sagen muss, der Wagen ist halt, wie gesagt, liegt sehr stabil auf der Straße und hat geile Tuning-Möglichkeiten. Aber ob es jetzt wert ist, den Wagen für 1,2 Millionen zu kaufen, Leute, weiß ich nicht. Also da kriegt man auch einfach schon krassere Sportautos dafür. Also wer auf sein Geld achtet, den GTR würde ich nicht empfehlen, außer ihr seid halt die übelsten Tuning-Fans. In diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, bis dann, haut rein, Leute, euer Crymax.